Yeah! Cutscene. You can be so short-tempered and foul-mouthed sometimes, and yet so graceful and strong and pure. Yeah. Would you be surprised if I told you that I sometimes wished our journey together would never end? Das glaube ich ja. Halt den Pappel, sei mal sentimental. Since you were a child, overcome such pain. I'm certain it was because your mother and father gave you so much love when you were small, and that's why, even if you don't put it in words, you're always teaching me just exactly what love is. I'm so grateful that I met you. So truly, truly grateful. Oh. Mm. Na, das ist schon recht rührend. Das nenne ich mal Liebe. Ach was, jetzt kann's endlich in den Puff gehen. Was? Ich kann auch solche Stimmungen versauen. Okay, ich sag jetzt schon nichts mehr. Ich habe die Arbeiten am Teleporter abgeschlossen. Wir sind fast fertig. Seid ihr bereit zu gehen? Gehen wir. Ich muss nämlich einmal ganz kurz durch den letzten Dungeon betreten. Oh, ruck! Oh, ruck! Komm schon, oh, Teleporter! Nein. Funktioniere! Meine alten Scheiße. Knochen! Fünf! Meine alten Knochen halten das nicht mehr aus! Oh mein Gott, ist das scheiße! Fuck, meine alten Knochen! Boah. Das war noch Licht. Ich kann nicht mehr! Blitz, Blitz, Blitz! Kommt heil rüber, Leute! Zurück! Okay, Entschuldigung. Dum, dum, dum. Willkommen. Ey, das Ding furzt dich gerade aus. Ach, das ist also der schwebende Schrein. Es ist, als ob der gesamte Tempel ein lebendiges Wesen wäre. Der Schwimmer. Ein Palast, der nicht von Menschen gebaut wurde, sondern von Wesen, die die Sterne bereisen. Großartig. Das ist erstaunlich. Es sieht fast wie ein Filmset aus. Aber nur fast. Sehr witzig. Fällt euch nichts Besseres ein? Hat er keinen Sinn für Humor? Sieht viel größer aus, als man von außen meinen könnte. Gut, dann los. Partyform. Shadowfang muss dabei sein. Stimmt. Wo würde ich zumindest gerne wieder vorne sein? Das lässt sich, glaube ich, hier ändern. Umschalten. Yeah. Ich tu mich mal eben umschalten, ne? Dann schalte ich mal um. Schalt mal auf den nächsten Gang. Neameto Fluchtpunkt. Benutze diesen gelben Punkt, um von Neameto wegzukommen. Drücke den X-Knopf, um Optionen einzublenden und wähle daraus Flucht, um Neameto zu verlassen. Jo! Oh mein Gott, es war gelb. Dum, 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 dum. So, Zeit für die für ein paar finale Sidequests. Wir nähern uns nämlich dem Ende des Spiels. Erstmal hier Roger Bacon anquatschen. Meine Güte, natürlich kann man eine Maschine, die auf der überlegenen Technik des Planeten Gamilans beruht, unmöglich richtig einstellen.
Aha! Oh, ihr seid es. Ihr kommt gerade recht, um mir bei meinem Experiment zu helfen. Hä? Noch ein Versuch? Helfen ist ja schön und gut, aber kommen Sie damit nicht wieder in Schwierigkeiten? Ruhe! Dieses Mal geht alles glatt. Ich habe das Transferprogramm perfektioniert. Jetzt wird's nämlich heftig. Ich sag nur, naja. Okay, na dann los. Das ist großartig. Wow. Denn, guck mal, Drehring 10. Geil. Ja, das wird heftig. Wünsch mir Glück. Viel Spaß dabei. Ich schlafe in der Zeit ein. Nein! Fehlschuss! Ja, ich hau rein. Hau rein! Oh, fuck. In mir dreht sich alles. Gott, war das knapp. Ich komme wieder. Scheiße, war das knapp, ey. Das pritzelt. Ha, es kitzelt. Ey, hör auf, da geht's und ha. Bis dann. Das kitzelt. So, wo ist er jetzt gelandet? Der alte Sack? Hallo. Ich bin wieder da und ich qualme. Ich war dort. Auf dem Mond. Wovon reden Sie? Ich hab von den Pilzen wieder genascht. Und darum qualme ich auch so. Das ist voll cool. Musst du auch mal ausprobieren. Habt ihr gehört? Ich bin zum Mond geflogen. Zum Mond! Ich dachte, der Luftmangel bringt mich um, aber es ging, weil ich so schnell wieder abgereist bin. Meine Güte, war die Erde grün. Schlimm, wenn man nicht sterben kann, wie? Du glaubst mir wohl nicht, was? Du glaubst, ich lüge, ja? Also gut, hier ist der Beweis. Ich habe euch ein Souvenir mitgebracht. Hier, nimm. Ich brauch's nicht mehr, ich war ja gerade beim Mond. Ein Stein vom Mond? Du hast einen Stein erhalten, der ein schwaches Licht ausstrahlt. Sie haben Nachtvogelklaue. Tja, okay. Und damit... Whatever. Juris ultimative Waffe, beziehungsweise meiner. Okay. Yep, die ist jetzt gerade nur schwächer, weil wegen Aufpauen und so, ne? Ach so, okay. Ja, was dachtest du denn, dass die ultimative Waffe schwächer ist als so ein silberner Wolfsreißzahn? Ja, so ein silberner Wolfsreißzahn, der ist natürlich nicht stark. So, jetzt quatsch ich ihn nochmal an. Ich habe die Arbeiten am Teleporter abgeschlossen. Wir sind fast fertig. Seid ihr bereit zu gehen? Moment, ich muss mal kurz. ich weiß gar nicht. Ach genau, ich muss ja das Teil, muss ich mir einmal angucken, den Erlüe-Text. Sehr begehrter alter Fulian, so ein geheimer Leitfaden zum Herbeirufen der anderen Götter sein. Warte mal. Mir fehlt was. Dir fehlt was? Irgendein Item fehlt mir. Das ist nicht gut. Erstmal Sachen verkaufen, wegen Geld und so, ne? Ich fass die Das ist an. Eine seltsame Maschine. Ey, hör auf, an der Maschine rumzufummeln. Preis anheben, natürlich, ne? Oh, sicher, immer doch. Und nicht nur 5%, ich will mehr. Ich will 50, ich will 10%. Versuch mal 15%, ne? Fail! Nee, wirklich. Scheiße, na Gott. Na gut, dann heben wir halt hier mal den Preis an, würde ich sagen, ne? Du verkaufst das heilige Buch? Oh, schäme. Ja, klar. Ich hab doch das heilige Buch Fleisch. Ja, stimmt, zwei Bücher mitzutragen, das ist verschwenden.
Ne. Ich sollte nicht die ultimativen Waffen von anderen Charakteren verkaufen, aber ich mach's trotzdem, weil ich so ein Arsch bin. Oh mein Gott, er verkauft die ultimativen Waffen! Mach doch! Finde ich schön, dass du das so gelassen hinnimmst. Ja, ich meine, wenn du dann beim Gegner da stehst und die schlagen mit ihren Fäusten zu, weil du die Waffen verkauft hast, ist das dein Problem, nicht meins. Ah ja. Ja, ich stelle mir das gerade so vor, du stehst vor dem ultimativen Boss und du hast versehentlich die Waffe verkauft und du stehst dann da mit den Fäusten. Scheiße! Mist. Ja, scheiße, war das auch gerade. Ich glaube, da wäre ein Rülpser, wenn du zu ihm hingehst und ihn anrülpsen würdest, effektiver als mit den Fäusten zu schlagen. So in etwa. Wie? So. Na, schäme dich. Wieso? Ich denke ja gar nicht dran. Na, aber das kann ich auch. Jetzt. Jetzt habe ich wegen dir ungewollten Preis angehoben und gefailt. Haha. Du Bastard. Ey, das gefällt dir doch sonst an mir. Ich hab gar nichts gesagt. Nein, natürlich nicht. Du sagst doch nie was. Hey, ich bin ganz lieb. Ja, ganz klar. Du und lieb. Mhm, ja. Wenn du lieb bist, bin ich ein Weibchen. Ah, fuck, war das schnell. Haha. Das war richtig lame. Und mit lame meine ich richtig lame, nicht nur so halb lame. Nee. Na! Haha. Na! Was mach ich denn? Ich mach ja alles schmutzig! Haha! So, und jetzt verkaufe ich deine Punkjacke. Nein! Meine schöne Punkjacke! Okay, mach doch. Ich meine, wenn ich dann da Pudelfaser nackt kämpfen muss, dann ist es deine Schuld und nicht meine. Aber nicht, dass ihr alle geil werdet, wenn ihr mich da nackt seht. Jetzt mach ich aber nochmal ganz kurz Pause und guck mal, wo ich den Scheiß finde, den ich brauch. Bis gleich. Okay. Da bin ich auch schon wieder, genau, und so, ne? Ich weiß gar nicht, wie es schneller ginge. Ich denke, ich lasse mich erstmal ins Kloster nehmen. Ich glaube, ich lasse mich erstmal ins Kloster in die Armeetore hochbeamen. Ich weiß gar nicht, was du gerade gemacht hast. Ich habe nachgeguckt, wo ich dieses dämliche Buch bekomme. Okay. Was ich für den Sidequest noch brauche. Warum hast du mir dann gerade den Mund verboten? Entschuldigung, darfst jetzt gerne was sagen. Ich verstehe es einfach nicht. Okay. So. So, jetzt kommt wahrscheinlich genau. Dafür brauchen wir nämlich eine ganz spezielle Kombination. Dafür brauchen wir Andy mal wieder seit Jahren. Oh Gott. Ja, der ist noch Level 27, ne? Ja, ist halt ein alter Mann. Alter Sack. So. So, aufwärts. Aufwärts, wohin? Raus. Wohin raus? Aus dem Haus. Wieso aus dem Haus? Ich will aber im Haus drin bleiben. Das ist so schön gemütlich im Haus. So, da müssen wir nämlich hier, genau, jetzt rennt der nämlich da auf das Grab dazu. Hä? Was gibt's denn? Der alte Mann kann aber ganz schön schnell rennen. Ich sehe mir mal dieses Grab an. Es lässt mir keine Ruhe. Keine Sorge, ich mache keine Tricks. Vertreibt euch irgendwo die Zeit. Eure Neugierde läuft wieder mal amok, Alterchen. Na, was soll's? Los, gehen wir rüber. Ah.